Frank Milbrandt ist Patientenvertreter im Landesverband der DMSG Brandenburg. Er ist selbst MS-betroffen und kennt sich aus mit Vorurteilen gegen die MS. Herr Milbrandt, immer wieder hört man, MS stehe für Muskelschwund statt für multiple Sklerose. Was für Missverständnisse gibt es noch? Nein, dem ist nicht so. Also Muskelschwund wie bei der ALS oder Muskeldystrophie gibt es bei der MS nicht. Es kann sein, dass mal durch einen Schub, wo die Myelinschicht die Nerven schädigt, die eventuell irgendwelche Muskeln steuern, eine gewisse kleine Muskelschwäche durch die Nervenstörung ausgelöst wird. Aber ein Muskelschwund in dem Sinne ist das nicht, gibt es bei der multiplen Sklerose nicht. Und MS steht auch nicht für Muskelschwund, sondern für multiple Sklerose. Nein, für multiple Sklerose, richtig. Kann man MS durch reinen starken Willen überwinden? Nein, es ist auch leider ein Vorurteil, was leider von gut gemeinten Helfern immer wieder angebracht wird, da man ja die MS niemanden ansieht. Vor allem nicht, wenn diese Fatigue-Symptome, also diese starke, rasche Ermüdbarkeit, Erschöpfbarkeit auftritt, denken alle, der hat ja eigentlich ja nichts. Die Person muss sich nur mal richtig bemühen, richtig anstrengen, richtig Willen zeigen. Und dann geht das auch, weil man sieht ja von außen denen nichts an, dem Betroffenen. Da denkt man immer, der muss doch einfach nur mal sich da richtig zusammenreißen. Das schadet sehr den Betroffenen, wenn die mal wieder einen Schub haben. Dann denken sich, Mensch, ich habe mich nicht genug angestrengt, hätte ich mal und dann wäre ich. Und denken immer alle, sie sind selber schuld. Das ist eigentlich ein richtig böses, gängiges Vorurteil. Was gut gemeint ist, aber schlecht ankommt. Dann lassen Sie uns weiter aufklären. Was ist mit dem Vorurteil, MS ließe sich durch Diäten heilen? Leider nicht. Also es gibt ja die bekannte EWAS-Diät. Es gibt auch andere Diäten, die von vielen Betroffenen durchgeführt wurden, die davon überzeugt sind, das hat ihnen geholfen. Natürlich hat ihnen die Ernährungsumstellung irgendwo sicher gut getan, wie ja von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch immer empfohlen wird. Aber leider gibt es keinerlei Studien dazu, dass auch eine Diät auch nur ansatzweise die MS heilen könnte. Auch hier die Frage, was hilft gegen Vorurteile? Aufklären, aufklären, aufklären.